しかし暇だね。Hallo ihr Lieben, zu einer kleinen Runde Amnesia Memories und oh Gott, ja, ich kann endlich wieder aufnehmen. Ich bin so glücklich. Es hat mir doch ein wenig gefehlt. Ich hab mich jetzt auch echt schon so an Amnesia Memories gewöhnt. Ich glaube, wenn ich irgendwann alle Routen durch habe, wird es schon sehr merkwürdig, wenn das Spiel nicht mehr da ist. Aber ich habe ja noch 3 vor mir, von daher ist das alles ja nicht so tragisch. Als nächstes habe ich übrigens überlegt, wird Thoma mein Opfer. Ich habe erst überlegt, Chin zu machen. Was jetzt, wenn ich drüber nachdenke, auch irgendwie logisch erscheint. Da sieht man mal wieder, was ich mir für Gedanken mache, bevor ich aufnehme. Gar keine. Ich glaube tatsächlich, Chin macht mehr Sinn. Alleine wegen der Sache mit Ukyo. Ich weiß es noch nicht. Also wie gesagt, ich habe ja eigentlich schon öfter mal erzählt, dass die eigentliche Reihenfolge des Spiels Shin, Iki, Kent, Thoma ist. Und dann ganz zum Schluss Ukyo. Und Ukyo will ich immer noch ganz zum Schluss machen. Aber alles andere mache ich so ein bisschen kreuz und quer. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich bin so durcheinander. Und ihm ist langweilig. So langweilig. 次にケントと会える可能性があるのは25日の学会の時か。Die nächste Chance, die wir haben, um Ken zu sehen, ist wahrscheinlich die Konferenz am 25. うん、せっかくの晴れ舞台だし、見に行けるなら見に行きたいよね。Ja, es ist ein großer Moment. Du würdest es nicht verpassen wollen. でも一人で外出しないようにって言われてるしね。Dir wurde gesagt, dass du nicht alleine rausgehen sollst. 大体、数学の学会って部外者が入り込めるもんなのかな。Und ist deine Mathekonferenz wirklich etwas, das ein Außenstehender besuchen kann? Ich bin mir sicher, Kent ist wirklich sehr beschäftigt, also sollten wir ihn nicht belasten. Ich glaube, Kent hat wirklich sehr viel zu tun, aber ich glaube, Kent kann sich auch gar nicht so konzentrieren, wie er gerne würde. Richtig, ich frage mich, ob Iki hingeht. Du hast mit Iki die Nummern ausgetauscht. Vielleicht kannst du ihm schreiben. Na klar. Iki zu schreiben ist die beste Idee ever. Wow, er ist schnell mit Antworten. Der Typ ist mit allem schnell, wenn es um seine Finger geht. Das hat er schon in seiner Route gesagt. Kein Spoiler, ist tatsächlich Tatsache. Ist in Ordnung, ich werde dort sein und dir helfen und sicher gehen, dass du reinkommen kannst. Soll ich dich abholen, wenn ich schon da bin? Er ist so nett und hingebungsvoll. Das ist wie ein frischer Luftzug. Ja, ein bisschen schon. Wir sind es so gewohnt, unangenehme Interaktionen mit Kent zu haben. Ich bin immer besorgt, dass wir ausgetrickst werden. Wie auch immer, willst du ihn fragen? Antworte ihm. Nebenbei ist das ein Geheimnis vor Ken. Ich wäre mehr als glücklich zu helfen, ihn eifersüchtig zu machen. Iki, du bist echt gemein. Was mir tatsächlich erst beim 3. Mal spielen von Ikis Route aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass sein richtiger Name, glaube ich, tatsächlich Ikkyu ist. Einige sind immer drüber gestolpert, warum Kent eigentlich immer Ikkyu sagt und nicht Iki. Ikkyu ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht der Kosename, sondern sein richtiger Name. Denn als unser Vater auftaucht und wissen will, wer Iki ist, stellt der sich auch mit Ikkyu vor. Das heißt, Ikkyu ist sein richtiger Name. Und Kent ist eigentlich der Einzige, der ihn beim richtigen Namen nennt. Und um Kent ein wenig zu ärgern, scheint Iki, naja, seinen Namen in Barbie und Ken umgeändert zu haben. Nämlich in den Ken. Ich glaube, das ist so ein bisschen die zarte, freundschaftliche Retourkutsche von Iki. Ich glaube, er mag seinen Namen nicht. Das kommt nie raus, aber es ist mir so aufgefallen, dass ich das so, denke ich, der hat sich doch bei unserem Vater auch als Ikkyu vorgestellt. Weil ich mich immer gefragt habe, wo kommt dieser blöde Spitzname her? Und dann wurde mir bewusst, das ist wahrscheinlich gar nicht sein Spitzname, sondern sein richtiger Name. Nur noch mal kurze Informationen über Iki, der wahrscheinlich gar nicht Iki heißt. Ja, yamete kudasai. Hontou ni monosugoku yakisou na node. No, stopp, stopp, stopp. Er wird wirklich super eifersüchtig werden. De, kimi, nani mayotten no?
Warum zögerst du? Denkst du wirklich darüber nach, dass du ihn eifersüchtig machen willst? Nein, ich denke, das wäre unpassend. Ich liebe es, Männer eifersüchtig zu machen. Ganz ehrlich, in Geschichten oder so, ich liebe nichts mehr als eifersüchtige Männer. Aber bei Kent wäre es einfach total das Falsche. Bei Kent wäre es einfach nur total verletzend und ich möchte ihn nicht verletzen. Ja, ich denke, das ist das Beste. Es scheint, als wäre Kent sehr sensibel, wenn es um Iki geht. Wenn du ihn einfach so eifersüchtig machen würdest, könnte es zu einer riesigen Debatte werden, also zum riesigen Problem werden. Da wir aus Ikis Route wissen, dass Iki Kent schon mal die Freundin ausgespannt hat, kann ich seine Sensibilität durchaus verstehen. Und Iki lässt ja nur noch keine Möglichkeit aus, um sich an uns ranzumachen. Du musst Kent nicht so testen. Wir wissen, wir sind uns schon sicher, dass er dich mag. Ja, sorry, Iki. Das mit uns wird diesmal nichts. Was? Du willst es nicht tun? Dann werde ich ihm einfach sagen, dass wir zusammen hingehen werden. Wie auch immer. Das sichert unsere Pläne in 3 Tagen. Das Problem jetzt ist, dass wir, was wir mit den 3 Tagen machen sollen. Kento, Kent hat gesagt, dass er mit Sawa und den anderen reden will. Ich frage mich, was er ihnen gesagt hat. Wo wir davon reden. Na, wo wir von ihnen reden. Du bekommst einen Anruf von Sawa. Also, ich muss das jetzt nochmal eben kurz ansprechen, ne? Ich liebe Japan, ich liebe Animes, ich liebe japanische Sprache, ich liebe japanisches Essen. Bloß, worüber ich jedes Mal wieder einen Lachanfall kriege, ist, wenn sich ein Japaner mit Mosh Mosh meldet. Wie kam dieses Wort zustande? Das hört sich an wie... Keine Ahnung. Ich kann es nicht mal identifizieren, aber ich krieg jedes Mal wieder einen Lachanfall. Masch, masch! Das ist furchtbar. Konzentrier dich, Savannah. Du musst lesen. Du musst übersetzen. Reiß dich zusammen. Oh, hallo, ich bin's. Hey, ich habe gerade eine wirklich interessante Geschichte von Kent gehört. Du wirst in einem Film über dein College-Leben auftreten? Was? Er sagte, ich soll mit dir über irgendwelche Ereignisse reden, die vielleicht Eindruck bei dir hinterlassen haben. Ist das wahr? Ich verstehe, ein autobiografischer Film. Gute Idee, Kent. Obwohl er wahrscheinlich nur sagen würde, dass es eine offensichtliche Idee war. Aber es ist schwer, an Ereignisse zu denken, die Eindruck bei dir hinterlassen haben könnten. Ich habe eine Weile über Dinge nachgedacht, die passiert sind, aber nichts sticht wirklich hervor. Na, ich glaube auch nicht, dass wir so das aufregende Leben führen, dass man Film drüber drehen sollte. Vermutlich hat Kents Studiengruppe den meisten Eindruck hinterlassen. Das ist gemein. Erzähl uns mehr. Unglaublich, es klingt, als wären wir in der Lage, neue Informationen zu sammeln und das komfortabel von zu Hause aus. Mal sehen, ich denke, das alles fing an, als du, Mine und ich nach der Arbeit den einen Tag zusammen gesprochen haben. Sie war wieder hinter Jungs her, wie sie es normalerweise tut. Und wir drei wurden einfach so davon getragen. Naja, also es hat uns einfach so mitgerissen. Ich erinnere mich an den Tag.
Sava, Mine und ich planten eine Studiengruppe, während wir spazierten und lachten. Mine geht auf eine andere Universität, aber wir kannten sie von der Arbeit und kamen gut miteinander klar. Anscheinend war da ein wirklich gut aussehender Typ an ihrer Schule und sie plante, dass er die Studiengruppe unterrichten sollte. Aber die Person, die wirklich die Klasse unterrichtete, war einer seiner Freunde. Er war wirklich anders als jeder, den ich vorher getroffen habe. Er versuchte, alles mit Begründungen zu erklären und das war sehr überraschend für mich. Ich war wirklich verdutzt. Und ich fing an zu denken, dass ich mehr mit ihm reden will. Richtig. Ich war wirklich schockiert, als ich ihn an dem Weg durch den Friedhof traf. Danach fing ich an, jeden Morgen mit Ken zu reden. Und dann? Und was ist dann passiert? Entschuldige, das ist alles, woran ich mich erinnere. また何か思い出したら電話するね。ミネとかトーマとか学校のみんなにも声かけとくから。 Moment, mein Text ist weg. Hast du immer falsch geklickt? Es ist... Oh Gott, das ist furchtbar. No, nee. Ich hasse meinen zweiten Laptop. Mein zweiter Laptop hat keine Maus. Das heißt, ich muss hier mit diesem blöden Touchpad... Ich rufe dich an, wenn ich mich an irgendwas anderes erinnere. Das kann ich gerade noch selber übersetzen. Ich werde versuchen... Ich werde versuchen, mit Minotoma und einigen anderen an der Schule zu sprechen. So, jetzt habe ich meinen Text wieder. Meine Güte, ich habe das alles doch nicht übersetzt, um den Text dann nicht zu nutzen. Oh, die Neuigkeit, dass du einen Film machst, verbreitet sich wirklich weit. Du hast eine Menge Geschichten gehört, aber deine Erinnerungen kamen nicht wieder. Doch, kam sie. Hast es nur nicht mitgekriegt. Ich will nicht von Orion getrennt werden. Vielleicht war es nicht genug. Warte, hast du dich an etwas erinnert und ich hab's nicht gesehen? Ich verstehe. Also sind unsere Sinne nicht mehr komplett verbunden. Das macht Sinn. Bald hast du dich an alle Dinge erinnert. Ich bin froh, obwohl es sich ein wenig einsam für mich anfühlt. Aber es scheint, als wäre dir nicht schwindelig und du siehst auch glücklich aus. Hast du gute Erinnerungen zurückbekommen? Na, er ist so süß, er kann sich immer noch freuen, aber ich will ihn auch nicht verlieren, das ist voll schlimm. Ich wollte das auch sehen. Was für eine Art von Erinnerung waren das? Kannst du es mir erzählen?